Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Trumsen. Heute nicht mit dem Pardon. Heute nicht mit dem Maximilian, nein. Heute müsst ihr mit mir vorlieb nehmen. Mein Name ist Felix Keller. Ja, wir wollen mal schauen, was wir heute fahren. Ich weiß es noch nicht, aber wir starten das Ding erstmal. Tramsim, fahre deine Straßenbahn. Falls der Screenreader Schoß läuft, schalte ihn jetzt ab. Mit einer der beiden Steuerungstasten kannst du Sounds und Sprachmeldungen überspringen. Bitte wähle einen Menüeintrag mit den Pfeiltasten, dann drücke Enter, um ihn zu aktivieren. So. Ja, Jaws muss ich jetzt nicht mehr beenden. Ich habe in den Jaws-Einstellungen es so festgelegt, dass er das automatisch tut, wenn dieses Programm gestartet wird. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, schreibt mir eine Mail. Diese findet ihr in der Videobeschreibung. So, was fahren wir denn heute mal? Ich denke, wir fahren aber mal zum Wiener Flughafen. Wir sind heute einfach mal nach Flugverkehr und wir fahren zum Wiener Flughafen. Ich muss mir noch überlegen, ob wir mit dem Taurus fahren oder mit dem Taurus 2. Straßenbusse, British Rail, Southern New York, ÖBB. Drücke 1 für die 1116, 2 für die 1100. Ich weiß. Wo fahren wir denn? Wir nehmen den hier. Du bist in der Simulation einer Up 1216. Solltest du diesen Menüpunkt das erste Mal bewerben? Wir nehmen den hier. Also, ich werde die Tasten dazu sagen. Batterie einschalten mit T. Jo, zisch, zisch, Pfeffer. Batterie aktiviert. So, das war mal ein Prozedere. Pardon, ich bin ein bisschen erkältet. P für den Pantographen. Es ist kein Stromabnehmer ausgewählt. Drücke die rechte Umschalttaste, um den richtigen Stromabnehmer zu wählen. Pantograph gehoben. Pantograph gesenkt. Da war noch was. Wir drücken die Shift-Taste rechts. 15 Kilovolt, 16,7 Hertz AC. Und das passt. Pantographen hoch. 15 Kilovolt, 16,7 Hertz AC. Pantograph gehoben. Ja. So, ich habe die Ansage extra abgewartet. Den Pantographen habe ich wiederum, also mit rechts habe ich eben den Stromabnehmer eingestellt und mit P habe ich ihn gehoben. So. Mit K stellen wir den Regler hoch. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. 100, 150, 200, 250, 300. So. 0. Du bist schon 0 Meter gefahren. Also sagt er mir gar nicht. Mit H den Motor einschalten. Hauptschalter aktiviert. Ich liebe diesen Motor. Der Lüfter dreht hoch. Mit der Leertaste die Hupe testen. 0 Kilometer pro Stunde. Mit M. Hohe Hupe. Nee, mit B. Ja. Mit B die hohe Hupe testen. Mit der Leertaste die Tiefe. Und mit N. Funktioniert. Gut. Türen schließen mit R. Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen im Zug nach Flughafen Wien, Vienna International Airport. Türen geschlossen. So, Türen dicht. Mit C die AFB hochschalten. Ich schalte es erstmal auf 40. 5, 10, 15, 20.
25, 30, 35, 40. Mit 1 den Scheibenwischer getestet. Funktioniert. Lichter. Mit L die Lichter anschalten. Klimaanlage aktiviert. Mit V die Klimaanlage. Mit X den Sandbehälter. Funktioniert auch. Wir halten F gedrückt und drücken zusätzlich kurz auf D. Er ist fahrbereit. Geben ihm das Abfahrtssignal mit der Hupe. Spiegel ausgefahren. Ups. Ja, mit M noch den Spiegel ausfahren. Und drücken Tab. AFB aktiviert. AFB deaktiviert. Wir haben was vergessen. 0 Kilometer pro. Wir drücken W. Richtungswende ist vorn. Und jetzt starten wir den Bordcomputer. Ich lasse das Prozedere extra durchlaufen. Also nochmal W. Bremsausfall. Na bitte nicht. Notbremse. Zwangsbremsung. SIFA. Zugbeeinflussung. Federspeicherbremse. AFB. SIFA. Zwangsbremsung. Türfreigabe. Bremse nicht lose. Vor. Ja, da hat er noch 2 Hinweise gegeben, was wir vergessen haben. Mit der Akut-Taste machen wir folgendes. Federspeicher gelöst. Federspeicher lose und mit U. Bremse gelöst. Und jetzt versuchen wir einfach nochmal loszufahren. AFB aktiviert. 0 Kilometer pro Stunde. AFB deaktiviert. Na, das geht ja gut los. Mit Q die SIFA bestätigt. Und das Ganze nochmal. Also mit Tab die AFB aktivieren. AFB aktiviert. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 60 Kilometer pro Stunde. 3 Kilometer pro Stunde. Ja, das ist ein Problem, was ich momentan habe. AFB deaktiviert. Dass er nicht die AFB gescheit berücksichtigt. Ich schalte mit D einfach mal hoch. Klimaanlage deaktiviert. Wir fahren. 19.902 Kilometer bis zum SIFA zum Schweigen bringen. 29 Kilometer pro Stunde. Mit Z die aktuelle Fahrgeschwindigkeit überprüfen. Das macht mir wieder mal meep, meep. Ja, gut. 40 Kilometer pro Stunde. Seltsames Auto. 46 Kilometer. Und F gedrückt, um den Fahrschalter rauszunehmen. Und jetzt fahren wir hier vor uns hin. Wir lassen mal an uns vorbeifahren, schalten die Außenansicht mit O. Außen. Geschwindigkeitsbegrenzung von 40. Immer. 47 Kilometer pro Stunde. 41. 34. Ups. Bremse nicht lose. Danke, Bremse Computer. Gelöst. 38. 38. Passt noch nicht ganz.
40. So. Ich muss aber ganz kurz schauen. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt 40 Kilometer pro Stunde. Kann ich gerade gar nicht sehen. Scheiße. Ich wollte eigentlich wissen, ob er ein Stereo aufnimmt, aber dürfte eigentlich. Hoffe ich. Ja, und jetzt fahren wir hier. Spiegel ausgefahren. Spiegel eingefahren. Spiegel ausgefahren. So, jetzt aber. Vorwärts. 18.596. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 80 Kilometer pro Stunde. 80? Mit F hochschalten. Mit F und D den Fahrschalter einschalten und mit D hochschalten. Gebremst habe ich übrigens eben mit I. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 100 Kilometer pro Stunde. Oh, schön. Kilometer pro Stunde. Schön, schön. Hallöchen. 68 Kilometer. Sehr geehrte Fahrgäste, ich bitte Sie. Die Geschwindigkeit beträgt 140 Kilometer pro Stunde. Ja, okay. Ist in Ordnung. Sehr geehrte Fahrgäste, ich bitte Sie, sich nun festzuhalten, damit wir noch schneller fahren werden. Und wenn nötig, die Kurztüte bereit zu halten. 82 Kilometer pro Stunde. Ja, super. Ist gut. Ja, was habe ich zu erzählen? Du bist schon 2232 Meter gefahren. 140. 17.734. Das meine ich nicht. Ich wollte aber nur eben die Werte überprüfen. 98 Kilometer. Ich kann ja gleich mal erzählen, wie ich zu Trump so gekommen bin. Aber erst einmal fahren wir hier. Kilometer. Na nu. 140 Kilometer pro Stunde. Jetzt passt es. Sehr schön. Gut denn, wie bin ich zu Trumsim gekommen? Ich habe ganz früher eine uralte Trumsim-Version ausprobiert. Da hatten wir, glaube ich, zwei Straßenbahnen, den E1 und den B1 gehabt. Hatten eine S-Bahn, welche auch immer das war, ich weiß es gerade nicht, hatten vier Busse insgesamt. Die Busse, die wir jetzt hier auch haben, nur noch etwas abgespeckter, du konntest nicht mit den Pfeiltasten fahren. Und der Londoner Bus hat gefehlt. Und das war's. Somit bin ich generell zum Schwammzug gekommen. Irgendwann habe ich... 14.291. Okay. Irgendwann habe ich mal nach Eurofly Let's Plays gesucht auf YouTube. Ich weiß, wie man Eurofly spielt. Vielleicht kommt man da auch nochmal ein Let's Play zu machen. Ich weiß, wie man Eurofly spielt. Ich weiß auch alles, aber man lernt nie aus. Deswegen habe ich einfach mal mir gedacht, suchst du mal nach Let's Plays. So, habe ich gemacht und bin auf den Taurus-Fan gestoßen. Also auf unser Maximilian. Und Schmutz. 12.992. Pieps mir denn immer rein. Und somit bin ich dann auf die Trumsim Let's Plays gestoßen. Ich dachte mir, okay, was will man da Let's Play? Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Von wem? Als ich dann nämlich mal reingehört habe, habe ich dann so gehört mit der Bakerloo-Line irgendwie so und so und so und so. Das ist doch nicht das Trumsim, was ich kenne. Ja, im Himmel. 11.829. Ich lasse ihn gleich aber mal kurz auspiepen, denn... 45. Ich stimme eben die AfD. 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0. So.
Und habe mir einfach mal ein bisschen was angeschaut. 250. 200. Lichter. 250. 300. Was mache ich hier? So, jetzt. Und habe mir einfach mal ein bisschen was angehört. Wie ihr seht, der spricht auch mit mir. Ich habe gerade aus Versehen die Balzzeile gedrückt, deswegen bin ich aus dem Fenster rausgeflogen. So. Und ja, hab mir dann mal das Readme vom alten Trump-Buch gelesen. 10.269. Und habe da die E-Mail-Adresse von Maximilian bekommen. Habe ihm eine E-Mail geschrieben, haben ein bisschen uns ausgetauscht über TubeSim, TrainSim und TrumSim. TrainSim habe ich übrigens auch, allerdings TrumSim finde ich besser. Und ja, habe dann TrumSim erhalten, mich ein bisschen eingearbeitet, ihm ein paar Fehler mitgeteilt, beziehungsweise jedoch, und auch ein paar Wünsche. Und ja, jetzt sitze ich hier und stoppe diese verdammte SIFA. Nein, Spaß. Und let's play TrumSim. Ich kann sagen, dass es mein Lieblingsspiel geworden ist. Das meine ich ernst. Das TrumSim 8100. Eins meiner Lieblingsspiele geworden ist. Ja, ich würde sagen, gucken wir mal raus. Außen. Wir werden jetzt mal sehen, wie viele Ballons da dran hat. 1, 2, 3, 4, 5. Innen. 5 Wagen haben wir. Wäre schön, wenn man das auch irgendwie anschauen könnte beim Y. Bei Y ist ja die AFB. Bei Y konnte man beim alten TrumSim, beim alten TrainSim meine ich, die Zuginformationen sich anschauen. Mit E. 31, 31, 31. Das ist, glaube ich, der Bar. Oder was auch immer das hier ist, ich weiß es nicht. Mit E hatte man damals den Funk. Mit O konnte man früher den Fahrdienstleiter anfunken beim TrainSim. Fand ich ganz lustig, weil. 5617. Noch 5000 Kilometer. Und ich werde gleich. SIFA ausschalten. Gleich werde ich die beim Einfahrt in die Station werde ich mich mal nach draußen an den Bahnsteig stellen und dort werden wir uns mal anschauen, wie wir einfahren. Ich weiß nicht, ob man da Bescheid sagt. Ich hoffe, dass es hier auch tut, nachdem wie schnell ich bin. Ich bin jetzt schon mal durchgefahren, aber. 4044. Oh, pardon. Aber ich erinnere mich nicht mehr daran, deswegen. Ja. Ein ungewohntes Gefühl sein, das alles so gut zu hören, weil bei Maximilian war das ein klein wenig leise. Aber ich nehme hier auf mit meinem internen Laptop-Mikro. Und mit dem Virtual Recorder, den ihr vorhin schon gehört haben dürftet, als ich schauen wollte, ob ich ein Stereo aufnehme oder ein Mono. Eigentlich müsste er standardmäßig auf Stereo stehen. Ich werde das aber nachher nochmal überprüfen, wenn ich die Aufnahme hier beendet habe. Und falls es nicht auf Stereo ist, werde ich es nochmal neu aufnehmen. Genau. Der Lüfter dreht hoch, das hört man auch von außen. Innen. Das sah auch schon wieder aus. 1627. So, jetzt gleich sind wir bei der Station. 1513. Ich mache mich jetzt langsam bereit, um abzubremsen. Aber mit F und D. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km pro Stunde in 400 Metern voraus. Ja, das dachte ich mir schon. Bremse angezogen.
60. Meine ich. 90 Kilometer pro Stunde. Müsste passen. Das müssen wir kriegen. 70 Kilometer pro Stunde. Ja, das passt definitiv. 62 Kilometer pro Stunde. 60 Kilometer pro Stunde. 710. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 60 Kilometer pro Stunde. So. Und ja, fahren wir jetzt noch eben bis zur Station. Das ist ja auch ein Tunnel gerade, was hier so rumpelt. Geschwindigkeitsbegrenzung von 45 Kilometer pro Stunde in 200 Metern voraus. Da ist auch Schaden. Pardon, Maximilian, ich meinte nicht dich, als du hier zuhörst. 53. 51. Ich meinte die Strecke. 307. 48. 47 Kilometer. Zu schnell. 46. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit bitte. 5. 43. Na. 44. 45. Jo, ich überlasse dir den Motor. 206. War das? Mhm. 129. Außen. Nächste Station. 87. Nächster Halt, Next Stop. Flughafen Wien, Vienna International Airport. Dieser Zug endet hier. Auf Wiedersehen. SIFA. 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 Bremse angezogen. Jetzt hört mal. Zu früh. Man hört den lauten Lüfter. Bremse gelöst. Wir fahren langsam. Die Bremse ist bereits gelöst. Nächster Halt, nächster. Türen geöffnet. Ja. Innen. Jo. Dann erreicht das Kronst. Minus 2283. Logdatei wurde erfolgt. Ja. Bitte wähle einen Link-Eintrag mit dem Spiel beenden. Danke für das Spielen. Die Frage ist, warum? Jo, das war Let's Play Trumsim zum Flughafen Wien. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert Maximilians Kanal. Gebt einen Kommentar ab, nur so wissen wir, wie wir uns verbessern können. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.